Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir es gerade so noch durch die vierte Kammer in den Himmelsstäben geschafft. Steppen. Und ja, jetzt sind wir hier vor einer Kiste und wir wissen ja, was genau da noch auf uns wartet. Wenn ich schon dabei bin, kann ich irgendwie noch was machen, was mich irgendwie, weil er nicht mehr am Leben hält oder so. Entschuldigung. Mehr Gesamtschaden. Ach, ich muss auch noch Sachen erfüllen. Ja, ich kann jemanden wiederbeleben, aber ne. Sind alle 0,15. Aber nicht für immer, ne? Kann ich irgendwas machen, was mir irgendwie den Schaden überhaupt reduziert? Nee, ne? Guck mal einfach mal das hier. Weil vielleicht hält das ja aber den ganzen Kampf. Gut, dann gucken wir mal, ob wir. Sollte ich vielleicht Feuerklamotten ausrüsten, die Feuerschaden reduzieren? Wäre vielleicht eine Idee, ne? Ja, hier könnte ich einen Feuerring. 4%, ich glaube nicht, dass der ein Unterschied sein wird. So, wir lassen die Katze ziehen. War schon eine Weile her. Ist ja nicht unser dritter Versuch mittlerweile? Weiß nicht. Da ist er in all seiner Pracht. メイドの土産に覚えておくがいい。我が名は。おお、ノルミン精霊のフェニックスではないか。そうかそうか。道理で手紙が作るしかったわけじゃ。ビーン。自称ノルミン精霊最強の男がこんなところに関わってたでふか。自称にあらず。我が名はフェニックス。 Felix ist schon irgendwie badass, aber nur die Stimme. Tengami 一人の可憐な少女がいた。兄からの贈り物と出せなかった手紙の山に囲まれてな。出せなかった手紙。一文字一文字に込められた兄への思い、便箋に落ちた涙の後に我も涙した。てめえ、拾った手紙を読んだ挙句、人の部屋に勝手に入りやがったのか。 我が道徳に反したことの非は認める。だが我の正義が貴様の非情を許さぬ。使い古しの手袋を握りしめ、広い海に兄の無事を祈る少女の瞳にかけて。わけがわからん。てめえは何がしたいんだ。その言葉、汝自身に問うがよい。なんだと。 うわっつらの言葉を重ねた手紙遠まけの ガラクタで何が伝わるというのだ。それは食材の。そうし。妹を心配するなんじも。わみせ、わみせ、セリアスとセリアスビジネスね。何時もどちらも本物であろう。ならばなぜそれを正直に伝えてやらぬ。それが何時の流儀なのだとなぜ言わぬ。 兄の流儀を許せぬような器の小さい女の子。汝の愛する妹は。てめえに説教される筋は。Teilweise hat er ja recht, ne? 150 scheint nicht so unmöglich zu sein. Komm her. Problem ist nur wieder ihn zu treffen, ey.
Tut natürlich Eisenstein. Ne? Muss ich nur einmal betäuben, kommen. Sehr gut. Jetzt vollbringen. Noch mehr. Nicht meine dritte Mystikart beim Boss. Und der Part wird nicht so lange dauern. Oh Gott, Seelenbrecher. Schon wieder Seelenbrecher. Okay, ist gut. Sehr gut. Ja, oben, oh, wir schaffen damit Eisen. Na gut. Ich glaube ehrlich gesagt, Eisen ist geschaffen für diesen Kampf. Der ist einfach. Oh Gott, au. Er ist einfach ein bisschen zu schwach mittlerweile. Also Phoenix. Au. Oh nö. Warum schießt du Phoenix ab? Oha. Oh, wie hast du es schon wieder geschafft, auch kaputt zu gehen? Oh Mann. Komm schon. Ja, hört auf, kaputt zu gehen, ne? Jetzt mal ehrlich. Leute, bleibt doch mal ein paar Sekunden am Leben, ey. Können wir das nicht antun, ey. Nee, auf damit. Ja, auf damit. Oh, dieser Heileffekt ist echt den ganzen Kampf lang. Sehr gut. Boah, Leute, bleibt doch mal ein bisschen am Leben, ey. Boah, ey, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Okay, dann setzen wir eben Elixier ein. Hör auf mich los, ey. Boah, was zum Teufel? Leute, ey. Schon wieder auf Velvet hier wechseln, weil irgendwie wir zu gar nichts kommen. Okay, auf mit dem Angriff, der bringt uns hier die ganze Zeit um. Okay, ist gut, Mann. Ich hab's kapiert, du kannst dich groß machen. Okay, mein Gott. Was ich, ey, wenn das irgendwie, wenn sich Gegner irgendwie so oft hier einen Angriff hier passieren, ey. Dieser Angriff so nervig ist, dass ich nichts machen kann. Oh, lass dich doch. Oh mein Gott. Oh, geht auf mich. Ich kann ihn jetzt hier wieder nicht erreichen. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Mystikart. Wo guckt sich das einer an, ey? Ich muss ein alles Teil, glaube ich, einsetzen. Ist das schwachsinnig hier. Ein kleines Zwerg hier. Wie ich das hasse. Dann kann ich mir Elixiere mittlerweile kaufen. Boah, Leute. Ich bin ein Vogel, heißt der Angriff. Ja, schaffen wir wenigstens zu überleben. Ist gut. Oh mein Gott. Dieser Typ. Warum ist dieser Kampf so nervig? Alter, könnt ihr mal eine Sekunde hier am Leben bleiben, ey? Ich fasse das einfach nicht. Vor allem, wie schafft es Roku eigentlich hier die ganze Zeit zu fricken? Der hat irgendwie eine riesige Abwehr. Oh, der ist schon wieder tot. Jetzt mal gut, Mann. Boah. Der war ich die ganze Zeit aus. Ich komme nicht dazu, ihn anzugreifen, ey. Oh cool, jetzt bleibt mal ein paar. Oh mein Gott. Oh. Kann euch nicht die ganze Zeit hier babysitten, ey.
Boah, es kommt wieder. Boah. Ey, wir verlieren hier. Hallo? Ey, wir haben die jetzt geschafft, die ganze Zeit. Boah. Geh weg da. Und ich so mal sehen, ne? Kocht mein Blut, ey. Und ich krieg hier einen Anfall. Gut. Oh, komm her. Oh mein Gott. Roko ist am Leben, okay. Der rennt volle Möhre da rein, ja, habe ich gesehen. Boah, ist gut. Oh, boah, ja, das ist, ach. Wir haben Leben. Ja, ich habe keine Dingens, ja, geil. Boah, der geht voll. Sag mal, langsam. Okay. Der rennt die ganze Zeit hin und. Junge! Ey, langsam haben wir es nochmal hier. Ich kann mit Eisen. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich komme nicht dazu, die paar P von dem Nord zu ziehen. Das wäre einfach nicht wahr sein. Ne? Warum bleibst du stehen? Krieg echt einen Anfall bei dem Kampf. Und Eisen schon wieder durch. Und so, was ist hier los, ey? Ich krieg hier zu viel. Ich bin alles auf. Ich habe keine Dings mehr. Boah. Komm her. Und bleib stehen, verdammt. Boah, ey, Junge. Ich muss noch 40.000 AP oder so abziehen, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich keine Dings habe. Wie gesagt, Kampf, der regt mich hier ein bisschen auf. Eisen setzt einen, der war betäubt, ey. Ich krieg die Krise. Ich tue so viel mit den Strategien und so, ja, umfallen, aber die machen das nicht. Mal Luffy Set schafft es, den zu verprügeln. Er schafft es, den Penner zu verprügeln. Eisen rennt die ganze Zeit nur weg. Ey, ja, das war klar. Eisen, du musst hier raus. Ey. Bringst hier gar nichts. Wo bleibst du hier? Guck mal, wie viel er noch übrig hat. Ey. So, er ist betäubt. Das ist Eisen natürlich draußen. Ne? Ich dachte, er einsetzen würde sofort. Ich habe aber jetzt zwei gedrückt, Mann. Boah. Vor allem mit alles Teiler und so was schon, ne? Komm schon. Oh, den kaputt. Oh mein Gott, ey. Nein, boah. Ja, du bist auch Level 50, ja, okay, dann. Den Sieg werde ich genießen. Dann finish ein. Ja, voll daneben. Gemacht. Hey, wird. Oh, es besiegt sehr gut. Oh mein Gott.
Ja. Der Kampf hat mich aufgeregt, ey. Stimmt, muss ich den Sestör nicht mehrmals besiegen oder so? Oder KP auf Null bringen? Weiß ich jetzt nicht mehr. なんなりと好きに命じるがよい。ああ。 お前に命令することは俺自身を否定することになる。だから命令はしない。だが、できるなら、お前の力で妹を守ってやってほしい。ゴーマやケガレ。そして、いつかあいつを襲うであろう、ドラゴンから。ドラゴン、なんじゃはそこまで！ 命令じゃなく、お前に頼みたい。友よ、その願いしかと受け止めと。ならば、友として俺も汝に頼みがある。なんだ。汝の妹に手紙を書いてやってほしい。汝の思いを正直に綴り伝えてやってほしい。手紙を書き終えるまで我は待つ。その必要はない。 出しそびれてるうちに汚れちまったがな。友よ、この手紙、我が名にかけて妹に届けよう。そして必ずあの娘の笑顔を蘇らせてみせる。なぜなら我は不調、我が名はフェニックス。頼んだぞ、フェニックス。 Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Geschichte, wie wir Phoenix getroffen haben, dieses Theria. Man war ja nicht irgendwie an dem Schirm von Edna die ganze Zeit. So ist dann Phoenix halt zu Edna gekommen, ne? Nehme ich jetzt mal an. Da zieht es Phoenix. Ja, oder irgendwie die eine zufällige Fähigkeit auszuwählen, die einen K.O. gegangenen Charakter wiederbelebt. Wird das was bringen? Mini-Normen erhalten. Na, dann zeig mal, ja, ne, hier bei der bestimmt. Wo ist er? Oder? Nee. Wo ist er? Wahrscheinlich wieder blind oder so, ne? Da. Ja. Der hängt auch an den Schirm von Edna. Ich habe jetzt gerade mal meine Figur hier von Edna begutachtet. Und ja, das ist, glaube ich, Phoenix, der dran hängt. Haben wir das jetzt erledigt? Ja, Himmelstädten, wieder und Shoot. Das kann ich auch mal eigentlich hier in den. Vielleicht ist er da was. Nö. Gut. Warum kann ich das hier nicht anwenden?
nach irgendwas hier. Ja, ich gehe mal zum Fuß heraus. Ich glaube, da kommen bestimmt noch ein paar Gespräche oder so, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir Phoenix in Systeria getroffen haben. Ich weiß, wo wir ihn getroffen haben, aber nicht wie. Aber vielleicht irgendwie, weiß nicht. War ja die ganze Zeit hier die Puppe, die an Ednas Schirm gehängt hat. Da war nur ein Zufall, weil genau die gleiche Puppe hängte an ihren Schirm, deswegen. Ich glaube, der war die ganze Zeit die Puppe, ne? Und hat sie beschützt. Er erklärt natürlich einiges dann. Gehen wir mal damit, ne? Ich weiß keinen anderen, keine andere Erklärung. So, wusst euch doch. そうよ、2人とフェニックスがいる時には全く表に出てきてなかったよな。同じ種族なのに会いたくない理由でもあるんですか。ああ、気になるわよね。いいわ、もう大丈夫っぽいから話してあげる。ノルミン族はね、大きく分けて2つの種族。ナチュラリ。犬系ノルミンと猫系ノルミンの2つ。フェニックスみたいに人につくのが犬系で、 物や場所につくのが猫系でふよ。犬は人間について猫は家につくっていうよね。ずっとマギルーに使われてたお前は犬系ってことか。それが違うんでふ。本来の僕の力はマギルー姉さんの使う式神に作用してるんでふよ。でふから僕は猫系なんでふ。魔女に使われているという意味でも猫でふけど。マフセン。 話を戻しまほが、犬系のこの多くは人里に紛れ込んで人とほっちゃほっちゃしながらあんなり生きてるんでふ。猫系の僕たちは森とか遺跡とかで物相手にけだるーくげんなり生きてるんでふよ。その中でも私たちは異端だからこんな風に人の世の中で好きにやらせてもらってるけどね。で、会いたくない理由って何なの？ あ、今おがれのファクト。海の青が違うように、ザルそばと森そばが違うように、私たちの間には埋められない溝があるのよ。ザルそばと森そばはほぼほぼ同じだろ？いや、刻みのりはそばに大きな違いをもたらす。ミカンズスワーク。刻みのりの幅もミリ単位でこだわるやつもいる。何があったかは知らんが、溝は埋まらん。バストレンツィ。 そんなに違うか。寒天とゼリーは同じか。それは違いますね。同じにしてもらっては困ります。それもほぼほぼ同じでいいだろ。じゃあお汁粉と全財みたいな感じかな。おお、それはなんか微妙に違いにこだわりたいな。つまりおはぎとボタン餅の違いじゃよ。まさか、ダサミスとどんな手続きにし、begegnen wollen。 長年里を水で塩水を洗うような構想を続けてるのよ。ただの水かけ論だね。そんなことで愛禅の妹さんは大丈夫なんでしょうか。心配はいらないわよ。暑苦しいし時々わけがわからないこと言うけど、責任感だけは強い子だもの。Beim 1000 Jahre hängt er mit ihr rum jetzt, ne? ohne dass sie es weiß. 反乱とか独立闘争とか言い出すけどね。ja, warten wir in 1000 Jahren, was sich daraus ergibt, ne? Ja, dann würde ich sagen, das war schon für diese Folge. In der nächsten Folge werde ich dann entweder Level 175 oder Level 200 erreicht haben, einfach nur weil die Gegner mir viel zu viel Schaden machen und ich muss echt darauf irgendwie vorbereitet sein. Ja, bis dahin werde ich wahrscheinlich schon wieder Ausrüstung und so gefarmt haben, bei einigen Charakteren hier neue Sachen gelernt haben. Ich glaube, nur Eleanor hat jetzt gerade was Neues, ne? Oder, beziehungsweise die Mädels. Wir haben 13 des annullierten Schaden. Warte mal, muss ich gerade was gucken.
gibt doch irgendwie so was wie sämtlicher Schaden reduziert um 50%. Von wo habe ich das? 30% Adamantin Montur und dann bestimmt noch mal irgendwo, ne? Ja, wo habe ich die? Ich sollte mich dann irgendwie drauf da 20%. Ja, ich sollte mir angewöhnen, irgendwie solche Sachen auszurüsten. Ich glaube, irgendeine Dings hat das was, ne? Hier. Die drei Sachen. Adamantin Montur. Nur ob es das auf Dauer bringt, das weiß ich nicht. Adamantin Weste. Beim Lisaren sind noch relativ aktuell. Ich gucke erstmal, was ich für Ausrüstung bekomme, wenn ich die ganzen Monster da erledige. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge werde ich Level so oder so sein. Und wir machen uns dann auf zur fünften Kammer in den Himmelsstäben. Und hoffentlich schaffen wir da lebend durch. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Like, ein Abo und einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.